Hey ho, Leute, und herzlich willkommen zurück in Kalthafen, im dunklen, dreckigen, nassen Loch Kalthafen. Wir haben den Propheten letzte Woche gegen die liebe Lyris eingetauscht, was ich schade finde. Ich hab schon gesagt, junges, williges Mädchen gegen alter Sack, das ist. Ja, ist halt so. So, lieber Herr Prophet, wir müssen zum Ankerplatz. Der Ankerplatz anscheinend hier drüben, denn wir wollen zurück nach Tamriel, auf die Ebene Nirren. Mann, kann man Lyris nicht da einfach rauskloppen, eine Kette dran ans Bein und rausziehen? Ja, und Scheiß. Muss doch gehen. Spiel wird nicht. Reines Interesse. Schade. Ich dachte, es passiert was Cooles. Schade. Mann, jedes gute MMO hätte jetzt eine animierte Death-Scene eingepackt. Aber nein. Elder Scrolls nicht. Das ist Wasser. Ganz sauberes Wasser. Hier in Kalthafen. Da kannst du jemand anderen erzählen. Das ist von Viren verseucht bis zum Geht nicht mehr. Das ist Todeswasser. Der wehklagende Kerl. Da ist der Ankerplatz der dunklen Anker. Das sieht aus wie ein Bossraum und nicht wie ein einfacher Ankerplatz. Da eine riesige freie Fläche, da gehe ich noch nicht freiwillig hin. Mann. Hallo, lebt da noch jemand? Hallo. Und jetzt zwingt das Kind der Knochen, ich wusste es. Wo ist das Kind der Knochen? Da ist das Kind der Knochen. Hallo, mein Lieber. Die Sterbliche meint sich mir widersetzen zu können. Vergeblich. Bald wird eure Welt in meinen Ketten liegen. Okay, der große Mann scheint nicht das Kind der Knochen. Das Kind der Knochen ist das hier. Belly drauf. Okay, das Kind der Knochen scheint nicht die größte Herausforderung zu sein. Nicht bei unserem Level, denn die Quest hier ist ja eigentlich für Leute angepasst, die das Spiel gerade zum ersten Mal gestartet haben. Die das ja quasi als erste Quest spielen und wir spielen das ja quasi als zweite große Questreihe, weil wir ja wir sind Quereinsteiger, sagen wir es mal so. Schau, mein liebes Kind der Knochen, und übrigens, der da oben war, das war Mola Gebal, oder was es sagt. Unterbrich mich nicht. Das war quasi die ätherische Gestalt von Mola Gebal. Geld und den Knochenkrank. Den Knochenkrank würde ich eigentlich nicht mitnehmen, aber es ist ein Sammler-Item, deswegen nehme ich es mit. Ja. So. Ja, Herr Prophet, du willst talken? Hallo. Herr Prophet, bleiben Sie stehen. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirren einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Eine Himmelsscherbe? Ich frage einfach mal so blöd, eigentlich kenne ich schon, aber eine Himmelsscherbe? Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirrens schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Tja, das mit Lorkhan ist ja auch so eine Sache. Nein, ich erzähle die Geschichte von Lorkhan nicht. Wenn euch das jetzt wirklich interessiert, schreibt es mir in die Kommentare und wir machen extra Videos zu den Göttern. Ich habe mich da ein bisschen aus, aber das passt hier nicht rein. Das sind zu lange Geschichten. Besonders das mit Lorkhan, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Der fehlende Gott der Schöpfung, da gibt es tausende Geschichten. Tausende wahrscheinlich nicht, aber 10 bestimmt. So, ich bin bereit, Herr Prophet. Darf man Herr Prophet sagen? Berührt die Himmelsscherbe. So, die Himmelsscherbe. Scherbe von Aetherius. Kommt über uns und weiht uns mit eurem Segen. Da, schnell, nehmt die Himmelsscherbe. Lass mir noch ein paar mehr droppen. Mann. Dankeschön. Gönn dir, Ancora. Warte auf den Prophet. Erhöre meine Stimme, Akatosh, Drachengott der Zeit. Ich brauch, öffne das Portal. Lass diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Lass Molag Bal nicht seinen Willen. Beeilung, wir müssen jetzt gehen. Und jetzt dürfen wir springen. Springen in die neue Welt, wollte ich gerade sagen. Aber nein, es ist die alte Welt. Wir kehren zurück in die sterbliche Welt. Auf die Ebene Nirren, auf den Kontinent Kalthafen und auf die kleine Insel Kenatis Rast. Kenatis Rast ist eine klitzekleine Insel südlich von Auridon. Nee, es ist, glaube ich, sogar südwestlich. Nee, südöstlich. Ja, südöstlich, glaube ich. Weit südöstlich, aber das ist, glaube ich, unter Gratwald sogar noch. Hi, Bärli, du bist auch da. Herr Prophet, I am here. Den Seel, der erwacht erneut. Kommt her, wir müssen reden. Du bist ja immer noch eine Projektion.
Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Also. Ich bin in einer Stadt am Meer, in einem Land des ewigen Frühlings. Die Luft trägt den Geruch des Ozeans, der Märkte und der Gärten. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Wie lange war ich genau bewusstlos? Tage oder Wochen? Ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Was soll ich jetzt genau tun? Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris ihr mutiges Opfer zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Baals überlassen. Das stimmt, wir müssen Lyris auf jeden Fall befreien. Wann werde ich euch wiedersehen, Herr Prophet? Und damit meine ich in Fleisch und Blut und nicht diese billige Projektion. Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Was kriege ich aus dieser versiegelten Urne? Oder ist das wie nun mal so ein Sammlerstück? Aber egal. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, Herr Prophet. Seid auf der Hut, Entseelte. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Baal legt sich über ganz Tamriel. Und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Wohin soll ich gehen, Herr Prophet? Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Glaubt ihr denn, dass es viele gibt, die meine Hilfe brauchen könnten? In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick ganz in eurer Nähe gute Leute in großer Gefahr schweben. Sie brauchen eure Unterstützung, so ihr denn bereit seid, sie ihnen zu gewähren. Um dem Willen Molag Baals entgegenzuwirken, müssen wir uns dem Bösen stellen, wo immer es auch sein hässliches Haupt erhebt. Und es gibt noch andere, die sich mir hierbei anschließen würden? Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustellen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr. Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Das sind wunderbarweise Worte, mein lieber Herr Prophet. So, dann würde ich sagen, lebet wohl, mein lieber Prophet. Wir werden uns bald als möglich wirklich face-to-face wiedersehen. Lieb wohl. Und da verschwindet die Projektion. Nein, sie verschwindet nicht. Hallo, Herr Prophet. Gehst du jetzt bitte? Hallo. Ich kann auch nur mit dem reden. Ich rede nicht nur mit dem. Adlerstrand öffnen. Wir sind in Kena Tisgast. Geil, die Ladezeiten wurden deutlich verkürzt. Finde ich schön. Ja, ohne Scheiß jetzt, ne? Was ist das hier für eine geile Alter, Lensflare! Holla, die Waldfee! Was ist das? Ja, die Mistralwache mal jetzt nicht am. Alter, dieser Lensflare! Ja, ohne Scheiß, das ist gerade Wallpaper, ne? Ohne Scheiß, was ist das denn? Mega geil. Also hier könnte ich mich. Warte mal. Nein, ich Waffenziehen an Kocher. Habe ich ihn ausgerüstet, wo ich mich hinlegen kann. Ich kann mich hier setzen. Wir setzen uns jetzt auf die Straße wie eine kleine Bettlerin und sonnen uns. Schön. So, wo müssen wir denn hin? Videoclip gespeichert? Ich nehme nicht auf. Danke dir. So, wir müssen. Guck mal auf die Karte. Wir müssen rein theoretisch hier runter. Rein theoretisch wieder hierher, wenn ich nicht ganz irre. Ja, das ist eine andere Quest, das ist mit der Goldküste, da wollen wir nicht hin. Das ist eigentlich die dunkle Bruderschaftsquest, die ich gestartet habe, die ich eigentlich vorhatte, als nächstes mir zu gönnen, aber nein. Das sollte nicht sein. Wo haben wir denn hier einen Wegschrein? Drum. Gehen wir da wieder hin? Alter, ernsthaft? War die Sonne schon immer so geil in diesem Spiel?
Oder gab es ein Grafik-Update, was ich nicht mitbekommen habe? Das sieht gerade Porno aus, ne? Das sieht gerade so mega aus. Ich könnte das Spiel gerade küssen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in unserem wunderschönen Heimatlande sind. Was sich doch ein bisschen abhebt. Das ist quasi eine karge Insel, was ein bisschen weiter entfernt im Süden ist von unserem Heimatland. Aber wir werden auf jeden Fall auch ziemlich viele Kirschblütenbäume und so weiter in unserem Heimatland finden. Da freue ich mich schon drauf. Denn jetzt geht es, glaube ich, in Richtung unseres Heimatlandes. Wir werden zwar in dieser Questline nicht viel von... Ich wollte doch jemanden anhandeln. Warte mal kurz. Ich wollte das ja nochmal zeigen. Bleib stehen. Ich will doch nur anhandeln, verdammt. Ja. So, ich will anhandeln. So, Handel auffallen. Och Mann, wieso denn? Du bist Level 3. Ja! So, das ist das Handelsfenster. Hier kann man quasi mit Leuten handeln. Zum Beispiel Anhänge hinzufügen, beispielsweise. Zum Beispiel hier eine Großaxt. Ich schenke dir jetzt einfach mal eine Großaxt. Einfach mal so, weil ich es kann. Ja, einfach so, weil ich es kann. So, versiegelte Urne, durchstörte Kiste, eisendurchte Schocks. Nein, das verkaufe ich. Die winzige... Warum? Was hast du gegen die Großaxt? Ich wollte dir ein Geschenk... Die ist Level 3. Für welches Level war die Großaxt? Ich guck das jetzt. Für Stufe 11. Das hättest du irgendwann gebrauchen können, meine Liebe. Und außerdem hättest du es verkaufen oder einschmelzen können. Warum hat die gerade den Handel abgebrochen? Aber auf jeden Fall habe ich euch mal das Handelsfenster gezeigt. Wenn ich mal mit jemandem unterwegs bin, mit dem ich wirklich gerade hier in der Party bin, also mit dem ich wirklich gerade reden kann, dann werde ich euch das Handelssystem ein bisschen näher zeigen. Aber ihr habt ja schon gesehen, man kann einfach quasi reinlegen etwas und der andere kann auch etwas reinlegen und das sieht man dann quasi. Und wenn beide einverstanden sind, drückt man auf K und dann kann man sich das quasi gegenseitig shippen. Nächstes Mal werft euch selbst ins Feuer. Ist ein ziemlich gutes Handelssystem, wenn ihr mich fragt. Auf dieser Insel gibt es auch eine Hauptquest. Auch eine ziemlich lange Questreihe. Es gibt überall lange Questreihen. Hier gibt es eine lange Questreihe. Hier, da oben. Das ist. Ja, doch, das war Wodka. Wodka. Hier gab es eine. Da haben wir schon. Hier gibt es eine. Da unten gibt es eine. Es gibt überall riesige Questreihen. Und dann noch. Bärlin. Ernsthaft jetzt? Das war nicht unser Bär. Das war ein anderer Bär. Ein geiler Bär, der schon entwickelt ist. Ja, der hat sich schon entwickelt. Geil. So, aber egal. Ich will jetzt nicht zu viel schnacken. Ich bin einfach mal zurück hier. Nach Aoidon. Hier. Kostet uns keine einzige Kröte, denn... Wenn man beim Weg schreit, lässt sich vom Weg schreien, zum Weg schreien, teleportiert. Und dann kostet einem das nichts. So, Aoidon, das ist unsere Heimat. Ihr seht schon Kirschblütenbäume, so weit das Auge reicht. Dichtester Dschungel. Obwohl, dichtester Dschungel ist es gar nicht. Es ist eigentlich nur ein schöner Wald. Und hohe Klippen und malerische Strände. Das ist eigentlich das Urlaubsparadies in diesem Spiel. Aoidon ist so ein bisschen die tropische Urlaubsinsel. Es ist so ein bisschen richtig geil. Es hat so ein bisschen was von Karibik-Feeling von den Stränden her. Aber auch so ein bisschen japanisch wegen den ganzen Kirschblütenbäumen. Kirschblütenbäume waren doch Japan, oder? Ich glaube ja. Verbessert mich deine Kommentare. Schreibt Kommentare. Hi. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Keine Sorge, nur ihr könnt mich sehen. Kommt, wir müssen reden. Hier wollen gerade zwei Leute was von mir. Du backst gerade rum. Wir reden zuerst mit dem lieben Propheten. Da seid ihr ja, Entseelte. Wir müssen sofort reden. Ja, natürlich, Herr Prophet. Hallo, auf erstmal. Hört gut zu. Ich habe eine sichere Zuflucht gefunden, von der aus wir unser weiteres Vorgehen planen können. Ihr müsst mich dort treffen. Wo ist denn diese sichere Zuflucht? Ich bin an einem sandigen Ufer erwacht. Einem Strand, der sich vor einer belebten Elfenstadt erstreckte. Vulkelwacht. Die Zuflucht ist in einer Höhle am Meer außerhalb der Stadt. Genau dort werdet ihr mich finden. Okay, ich werde sofort dorthin aufbrechen, wenn wir das Gespräch gerade getätigt haben. Ja, wer bist du denn bitte? Stuga. Du bist eine Ork. Orks sind eigentlich hier in diesem Lande nicht heimisch. Hallo. Bist du auch eine Questreihe, die ich nicht kenne? Seid gegrüßt. Eine Botin hat mir einen Brief übergeben. Ich glaube, sie möchte, dass ich ihn lese. Ach so, das... Was? Sagen wir das gerade? Eine Botin hat mir einen Brief übergeben. Ich glaube, sie möchte... Das denken wir gerade, ne? Okay, der Brief. Der Brief von Schmiedemutter Alga. Der Mutter von König Kurok Groosinium lädt mich und Abenteurer wie mich dazu ein, Wrotga und die neue Stadt Orsinium zu besuchen. Botschafter warten in Dolchsturz, Davons Wacht und Vulkelwacht und bieten Reisemöglichkeiten. Ich sollte mich nach Ork-Botschaften umsehen.
Das sollten wir. Eine Einladung nach Arsinium. Eine weitere mega heftig lange Questreihe, die uns einfach so vor die Füße gelegt wurde. Ja. Nein. Die Zuflucht. Wir gehen zur Zuflucht. Denn wenn ich eine Questreihe beginne, dann mache ich sie fertig. Würde ich jetzt offline spielen, würde ich die alle irgendwie kompliziert in einem großen Wirrwarr durcheinander machen. Einfach das, was am nächsten dran ist, gerade an mir, werde ich dann machen. Aber wenn ich ein Let's Play mache und die Story mir gerade ziemlich wichtig ist, was mir gerade im Moment wirklich ist, denn ich fühle mich gerade schon wirklich in diesem Spiel rein. Das ist gerade richtig schön. Dann... Es ist auch ziemlich wichtig, hier linear vorzudenken. Deswegen, wenn wir eine lange Questreihe beginnen, bei Nebenquests ist es nicht ganz so wichtig, aber bei einer langen Questreihe, wo es wirklich eine richtig krass geschriebene Story gibt und im zugänglichen Spiel sind die Stories gar nicht mal so schlecht geschrieben für ein MMO, wo es wirklich tausende Quests gibt. Ungelogen, tausende Quests, ne? Ne, ich lüge jetzt nicht. Tausende Quests. Könnt ihr mal nachzählen. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwo offizielle Zahlen gibt, aber es sind tausende Quests. Sag ich jetzt einfach mal ungelogen. So, davon ist die Zuflucht. Und, ja... Wir werden einfach mal, wenn wir eine große Questreihe beginnen, die wirklich in einem Stück durchmachen und nicht irgendwas dazwischen machen, denn ich finde das einfach besser. Was hast du da? Das ist... Ich kenne das Kostüm oder die Rüstung nicht. Was ist das? Kann sein, dass ich es kenne, aber das... Das sind gerade Details, die ich in dem Spiel nicht erwarten würde. Guck doch mal die Details an. Das hier gerade nicht so, aber das hier. Na gut. Ist gar nicht mehr so schlecht. So, Solarfall ist die Zuflucht. Die Zuflucht des Propheten. Der Prophet war einst ein gesunder und kräftiger Mann. Ein grauenhaftes Erlebnis ließ ihn gealtert und geschwächt zurück. Blind und kraftlos. So blind ist, haben wir ja schon gesehen. Das sieht man deutlich an seinen sehr bleich gewordenen Augen. So. Soul of Liz bedeutet übrigens, dass man hier nicht mit einem Freund rein könnte. Die meisten Missionen, Quests, Aufträge... und so weiter und die ganzen Dungeons. Kann man ja mit Freunden zusammen machen, aber es gibt Quests, die einfach so storylastig sind, dass sie einfach nicht in der Gruppe gemacht werden sollen und deswegen sind es Solo-Quests. In Solo verließen. Ich sehe gerade den Effekt, den wir auf unserem Schwert haben. Was ist das? Guck danach. Warte, das interessiert mich. Stufenaufstieg haben wir übrigens auch. Das muss ich auch mal machen. Klinge des Kriegerpropheten. Hat was denn? Magie-Schaden steht auch da wieder her. Wenn ihr ultimative Kraft erhaltet, besteht eine Chance von 13%, dass ihr einen Punkt ultimative Kraft gewinnt. Gewährt 1002 maximales Leben. Alter, das ist echt gar nicht mal so schlecht, die Rüstung. Vom Set-Dings her. Ich hatte zwar nur zwei Set-Geschenke davon gerade an, aber ich weiß gar nicht, wo wir den Rest geabblickt haben. Kriegerpropheten. Ah, hier haben wir gar nicht den Rest. Wahrscheinlich gibt es eine Schmiede, wo man das nachschmieden muss. Denn ich glaube nicht, dass wir in der Quest alle bekommen haben. Vielleicht habe ich auch zwischendurch was verkauft, kann natürlich auch sein. So wichtig ist die. Ist das Set gerade eh nicht. Denn es wird deutlich bessere Sets geben, irgendwann mal. Und auf jeden Fall wird auch der liebe Martin, der Schmiedegott, besseres von uns schmieden können. So Leute, aber ich würde erstmal sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Denn. Ich gucke gerade auf die Zeit, wir sind durch, Leute. So, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Und über ein nettes Kommentar würde ich mich natürlich wie immer mega freuen. Auf YouTube. Nicht Twitter, YouTube. Dankeschön. Relativ ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.